Hallihallo, my lovelies. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir gucken mal, was wir heute machen. Also auf jeden Fall schauen wir mal auf das Thema Liebe. Und ich mische mal schnell die Karten der Liebe. Okay, nochmal, das war nicht schön. Besser. Besser. So. Gut. Ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Ich möchte keine spezielle Frage stellen. Einfach mal schauen, was sich hier zeigt in Bezug auf die Liebe. Ja, ob es jetzt nun ein Gegenüber gibt, ob du in einer Beziehung bist, einen Wunschpartner hast, Single bist, spielt gerade gar keine Rolle. Wir gucken einfach mal. Die 6, loslassen. Ich hole mir auch erstmal das Kartenbild ab. Genau, Lenormand kommt gleich noch dazu. Die 24, entzücken. Oh, was hat sich hier umgedreht? Die 65, die Abwehrhaltung. Dann haben wir noch die 57, Fehler. Ja, ein oder zwei holen wir uns noch dazu. Und da fallen sie, die 2, die 20, die Sinnesfreude und die 15, Orgasmus. Unter dem Deck haben wir die 61, die Fantasievorstellungen. Wow. Okay, sind jetzt doch ein bisschen viele Karten. Aber ich habe ja gesagt, hier noch ein oder zwei, ne? Man kann nicht erst fordern und sich dann beschweren. Funktioniert nicht. Klären wir das gleich mal. Oder was heißt klären? Wir holen uns... Okay, das war wohl nichts. Wir holen uns gleich mit dem Lenormand gleich was dazu. Die Route für das Loslassen. Oh, 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 oh. Der Anker für Entzücken. Der Fuchs für die Abwehrhaltung. Ja, krass. Für die Fehler bekommen wir den Fisch. Für die Sinnesfreude den Hund. Was haben wir hier? Tierorakel oder was? Fuchs, Fisch, Hund. Dann haben wir noch für Orgasmus haben wir den Ring und unter dem Deck das Kreuz für die Fantasievorstellungen. Okay, ist eine krasse Sache. Wir haben hier nämlich zum einen eine Verbindung mit drin und zum einen die persönlichen Themen von jemandem, okay? Und dieser jemand, der ist, das kann jeder sein. Also es kann deine persönliche Energie sein oder, falls du hier für ein Gegenüber schaust, die Energie deines Gegenübers. Was wir hier haben, sind innere Themen, emotionale Themen, die nicht so ganz im Gleichgewicht sind. Ja, hier spielen gewisse Erfahrungen eine Rolle, beziehungsweise ich möchte fast sagen, hier wird jemand zur Prozessarbeit gezwungen, okay, zur Transformation gezwungen. Was auch immer das jetzt für dich persönlich bedeutet, jemand wird hier mit Loslassthemen konfrontiert, beziehungsweise mit Prozessen in Bezug auf etwas verarbeiten, etwas transformieren, gewisse Dinge loslassen. Das umfasst jetzt hier alles Mögliche im Sinne von mentalen Themen, Ego-Themen, emotionale Themen, körperliche Themen. Sieht so aus oder es fühlt sich so an, als würde jemand unter einer Situation bezüglich Thema Liebe, Beziehung, Partnerschaft leiden oder hat gelitten und ist gerade dabei, das zu verarbeiten. Man möchte hier ankommen, man möchte hier wieder neue Stabilität in Bezug auf Liebe, Partnerschaft, Beziehung. Man wünscht sich hier vielleicht auch irgendwo einen festen Partner, aber gewisse Dinge stehen hier einfach noch im Weg. Auf der emotionalen Ebene habe ich hier ganz stark diese Abwehrhaltung.
Das sieht man ganz oft oder in so Wunschpartnerverbindungen hat man das ganz oft drin, dass zum Beispiel ein Part ist bereit, ist ready für diese Beziehung, für diese Liebe, liebt diesen Menschen, aber das Gegenüber kann nicht wirklich über einen gewissen Punkt hinausgehen. Hier kommen dann Verteidigungsmechanismen, Vermeidungsstrategien, Abwehrhaltungen kommen hier mit ins Spiel. Ja, dieses, ich verschließe mein Herz und ich tue alles Mögliche und stelle das unter Umständen auch sehr schlau an, damit du nicht in mein Herz reinschauen kannst oder dass du eine gewisse Schwelle, eine gewisse Grenze nicht überschreitest. Meist liegt hier eine Angst vor Verletzungen, vor tiefen Verletzungen liegt hier begraben. Ja, irgendwo gedeckelt oder versteckt. Das ist eine heftige Energie, weil ich sage ja auch ganz oft in meinen Videos, man kann sich vor Schmerz nicht schützen. Ja, man kann Schmerz nicht vermeiden, aber man kann selbst entscheiden, ob und wie lange man daran leidet. Deswegen ist es immer, ich will nicht sagen Blödsinn, sich komplett zu verschließen, aber es nimmt einem doch so viel. Ja, vielleicht werde ich dann, wenn ich mein Herz verschließe, weniger verletzt, schwächer verletzt, seltener verletzt. Ja, das kann schon sein. Aber man versperrt sich ja nicht nur dem Schlimmen gegenüber, sondern auch all dem Guten, Positiven, Schönen. Ich habe hier auch bei dieser Person, um die es hier geht, habe ich auch oft diesen Rückzug in diesen Heilungsprozess. Okay, ich packe das jetzt an, ich ziehe das jetzt durch, ich mache das jetzt und irgendwas kommt dann wieder. Weiß nicht, wie sagt man, ein Stein im Weg oder irgendwie ein Tiefschlag, wo man sich denkt so, ah nee, vielleicht ist es doch nicht der richtige Weg. Es ist so unangenehm, es ist so anstrengend. Ich möchte das nicht. Ja, das ist alles so schwer und es klappt doch eh nicht. Und man verliert den Mut, man verliert die Hoffnung, dass sowas überhaupt jemals geheilt werden kann. An dieser Stelle kann ich nur ins Feld geben. Wer auch immer du bist, gib nicht auf. Es lohnt sich, Heilung lohnt sich immer, egal wann, egal wie oft, egal in welchem Ausmaß. Als Hauptenergie habe ich hier quasi diese Fische und mit dem Fehler oder den Fehler mit den Fischen zusammen. Ja, die Fische hierbei natürlich Thema Gefühle, Energie der Gefühle auf der Liebesebene. Da sieht man hier auch ganz klar ja, dieses rote Auto, dieses Liebesauto, was hier durchfahren möchte, aber hier geht es nicht mehr weiter. Das ist eine Sackgasse. Das ist eine Beschränkung, eine Barrikade, eine Sperrung. Die Frage ist, was ist hier? Ja, das hat jetzt wieder eine tiefere Energie. Geht es hier gar nicht weiter, weil ich meine, Liebe möchte fließen, Liebe möchte sich verbreiten. Wie war das? Liebe ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt. Irgendwie so geht dieser Spruch. Und da darf man wirklich überlegen, in welche Richtung schickt man seine Emotionen? Ist das hier eine Sackgasse? Kommt man hier nicht weiter? Ich meine, nicht falsch verstehen bitte. Man kann einen Menschen lieben oder man kann Dinge lieben, Situationen lieben, was auch immer. Nur wenn man jetzt zum Beispiel jemanden liebt, obwohl man eigentlich weiß, das wird nichts. Dieser Mensch liebt einen nicht zurück und man möchte, aber man liebt diesen Menschen und möchte mit ihm eine Beziehung haben. Und da geht es aber nicht weiter, weil dieses Gegenüber gesagt hat, so, hey, nein, sorry, wird nichts mit uns beiden oder sonst irgendwas. Dann darf man hier wirklich noch mal ganz, ganz stark überlegen, bombardiere ich dich noch weiter mit meiner Liebe oder lasse ich dich in dieser bedingungslosen Liebe frei?
Und es kann auch sein, dass diese Person, um die es hier geht, immer Liebe geschenkt hat. Das muss jetzt gar nicht zwingend irgendwie auf einen Partner beschränkt sein. Es kann auch sein, andere Menschen im näheren Umfeld. Man schenkt diesen Menschen Liebe und tut und macht und ist immer da und es kommt aber nichts zurück, beziehungsweise es wird nicht angenommen. Irgendwann mal verstumpft man in dieser Energie. Aber jetzt, das war jetzt nur mal so ein bisschen nebenbei. Hier ist der ganz, ganz große Drang, der ganz große Wunsch nach einer stabilen Beziehung, nach einer festen Beziehung, nach einem Kreislauf oder nach einem Zyklenabschluss, dass dieses ganze alte Hin und Her, diese ganze Falschheit eventuell auch, Lug, Betrug, Verrat, was bisher war, im bisherigen Leben, was da alles stattgefunden hat, dass das hier ein Ende nimmt, dass man hier wirklich jemanden findet, der es ernst mit einem meint, der sich hier öffnet, dem man sich auch öffnen kann und dem man sich auch vollkommen und ganz hingeben kann. Und es scheint mir, als würde eine Person hier davon träumen, aber gleichzeitig ist es auch irgendwo nur ein Traum. Es ist wie eine Art Seifenblase, weil ich habe hier keine richtige Handlung, keine Aktion. Wenn es deine eigene persönliche Thematik ist, kann es jetzt auch noch mal sein, dass das Leben dir dass das Leben dir noch mal so einen karmischen Partner, Lernpartner, Seelenpartner, wie auch immer du das bezeichnen möchtest, bringt, Schrägstrich, du das in dein Leben ziehst, um hier mit diesem Prozess abzuschließen, um hier zu dir selbst zu finden, für dich selbst einzustehen, sämtliche Schranken und Barrieren zu sprengen, um in diese Herzöffnung zu gehen. Wie gesagt, ich habe hier nichts Spezielles, ich habe keine Ahnung, ob es dich jetzt betrifft, deine Verbindung zu einer anderen Person oder ob das die Energie ist eines Gegenübers in deinem Leben. Deswegen hol Sorry, was war das? Deswegen holen wir uns hier noch die Tarotkarten dazu. Um dann noch ein bisschen mehr reinzuhaken. Jemand träumt von der Liebe, jemand träumt vom Ankommen, diese Beziehung einzugehen. Was bekommen wir? Das Rad des Schicksals, der Herrscher, uff, 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 uff. Die 10 der Kelche, jetzt geht's aber los. Der Ritter der Münzen. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, ja, ich weiß, das braucht hier alles seine Zeit, Stück für Stück und Schritt für Schritt. Was bekommen wir noch? Die 6 der Stäbe, Halleluja, was ist denn da los? Der Mond und unter dem Deck die 10 der Münzen. Wie war das? Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Jemand träumt von der Liebe, jemand träumt von dieser Beziehung oder von einer Beziehung, je nachdem, ob es hier ein Gegenüber gibt oder nicht. Die Sache ist nur die, und was sich hier ganz, ganz klar zeigt, wenn man selbst nicht in die Aktion tritt, wenn man selbst nicht aktiv wird, dann tut sich hier auch nichts, dann bleibt es alles nur ein Traum, dann bleibt es nur eine Seifenblase, die vor dir rumfliegt,
und irgendwann mal zerplatzt. Also vor dir oder vor diesem Menschen, je nachdem. Es ist so, so dringend erforderlich, eine Entscheidung zu treffen, sich zu öffnen. Und ja, dazu gehört nun mal, sich erstmal diesen ganzen schmerzhaften und schweren und schlimmen Erfahrungen der Vergangenheit zu stellen, um hier überhaupt nach vorne weitergehen zu können. Die Vergangenheit formt uns, unsere gemachten Erfahrungen, die formen uns. Durch die Vergangenheit sind wir jetzt die Person oder der Mensch, der wir sind. Und das darf angenommen werden. Man darf sich verzeihen, anderen Menschen verzeihen. Ja, große Vergebungsarbeit ist hier notwendig und ist hier ganz, ganz wichtig. Ein Leben lang, ja, davon mal abgesehen. Denn es wird immer Menschen geben, die uns in irgendeiner Weise beleidigen oder kränken oder verletzen. Vergebungsarbeit, weiter im Text. Und dann eben diese, oder dadurch geschieht dann eben die Öffnung in diese Beziehung oder in eine Beziehung. Partnerschaft, Augenhöhe, das ist das, was wir wollen. Wir wollen ankommen, wir wollen gewertschätzt sein, wir wollen geliebt werden. Wir wollen dieses stabile Fundament der Beziehung, der Partnerschaft spüren auf jeglicher Ebene und wissen, dass es da ist. Ich gucke gerade ganz kurz noch, ob hier irgendwas Spezielles noch raussticht. Nee, das habe ich schon gesagt. Ja, es ist Zeit, diesen Weg hier anzupacken. Wenn du zum Beispiel Single bist und auf der Suche oder wenn du auf deinen Traumprinzen wartest oder auf deine Traumprinzessin, die wird dir nicht begegnen, wenn du nur zu Hause rumsitzt. Ja. Du darfst hier rausgehen, du darfst dich zeigen, du darfst dich auch in deinen Prozessen zeigen. Genau. Ich hole noch Seelenbotschaften ab, meine Lieben. Wir lassen das jetzt erstmal wirken und wir lassen das natürlich triggern. Und dann möchte ich noch wissen, falls das hier deine Energie ist, deine persönliche Energie, falls du hier vor diesen Prozessen stehst oder mittendrin steckst, was möchte das Universum dir mitteilen? Welche Botschaft haben wir hier für dich? Die 11, Schwung und Freude. Du kommst leicht voran, nutze diese Energie. Offensichtlich ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt dafür, diese Themen oder diese Wunden anzupacken, diese Energie mit ihnen zu arbeiten, damit du hier noch schneller und noch leichter und noch besser vorankommst. Dann haben wir noch die 29. Komischerweise, hier die 11, ja, und komischerweise die 29 in der Quersumme auch wieder die 11, beziehungsweise die 2. Ja, einfach nur so, ne? Lebe leicht und spielerisch und höre auf die Stimme deines inneren Kindes. Also auch hier wieder Leichtigkeit, das Spielerische. Ein Kind macht sich nicht so viele Gedanken. Ein Kind hat dieses Ego-Denken nicht, diese Ängste, diese Zweifel, dieses Versperrtsein, also von Natur aus. Ja, danke. Hier darf man wieder sich angewöhnen, offener zu sein für alles, was kommt. Und ja, es kommen nicht nur schöne Dinge im Leben, das ist klar. Okay. Ja, ich hole noch eine Liebesbotschaft ab.
für alle, die hier einen Blick auf einen Gegenüber, auf eine andere Person werfen oder beziehungsweise auf die Verbindung zwischen euch beiden. Eins, zwei, drei, vier. Gut. Also, wir haben als erste Botschaft: Lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Und hier bekomme ich auch ganz, ganz klar die Aussage: Erkenne deinen Wert. Schau, ob du in dieser Verbindung, Stichpunkt Wunschpartnerverbindung, ob du hier richtig am Platz bist oder ob das eine hoffnungslose Geschichte ist. Ob ihr zwei gemeinsam überhaupt eine Zukunft habt. Okay? Das hier mal nur so nebenbei. Wie gesagt, Stichwort Wunschpartnerschaft. Dann haben wir hier als nächstes den heimlichen Verehrer. Es kann sein, dass du schon etwas ahnst, dass es hier vielleicht schon einen Menschen gibt, wo du weißt, ja, der steht auf mich. Aber ihr seid doch euch noch nicht wirklich näher gekommen. Dann kann das hier bedeuten, dass dieser Mensch gerade quasi durch diese Art Prozess durchgeht oder dass ihr euch vielleicht noch nicht näher gekommen seid aufgrund dieser Themen. Wenn dieser Mensch aber dran bleibt, auf dem Weg hier, den er gerade beschreitet, dann stehen die Karten gut, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Dann haben wir noch für immer, ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Ihr solltet euch treffen, ihr musstet euch treffen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, egal was das Ergebnis ist aus eurer Begegnung, ja, ob ihr euch jetzt als Lernpartner, als karmische Partner, als Wunschpartner oder wirklich als Seelenpartner begegnet seid, spielt keine Rolle. Aber hier gab es noch etwas zum Aufräumen, zum Abschließen. Und selbst wenn es eine schlechte Erfahrung war, was weg ist, ist weg. Dann haben wir noch die Verwandlung. Deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag intensiver. Und das finde ich eine ziemlich geile Energie, weil wenn man sieht, hier kämpft jemand mit den eigenen Abwehrmechanismen, mit den eigenen Schranken und Begrenzungen. Und dann bekommt man hier diese Aussage: Schritt für Schritt wird alles besser, wird alles leichter, wird alles offener. Das ist einfach nur geil. Unter dem Deck haben wir die Telepathie. Ich denke gerade an dich. Ich liebe dich. Ja. Ich glaube, dazu muss ich jetzt echt nichts weiter sagen, oder? Das ist klar. Meine Lieben, falls es dein eigener Prozess ist, kann ich nur sagen, bleib dran. Zieh durch, egal wie schwer es teilweise ist, egal wie ausgebremst du dich zwischenzeitlich fühlst, mach trotzdem weiter. Es ist nämlich nie nichts, okay? Und für alle anderen, ich wünsche euch von Herzen das Beste für diese Verbindung, für diese Beziehung, für diese Partnerschaft. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.